Willkommen, ihr Lieben, zu einer kleinen Informationsrunde betreffend die Sims, Nikki und Paris. Zuerst die inoffizielle Wahrheit. Wie ihr ja vielleicht schon festgestellt habt, habe ich die letzten Folgen diverse Probleme mit dem Spiel gehabt. Das ist immer mal wieder abgestürzt. Allerdings nicht nur das Spiel, sondern auch zum Teil der ganze Computer ist abgestürzt. Ich habe hier 2 Stunden Videomaterial jetzt noch liegen, für das ich allerdings kein Audio habe. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft, das Spiel zu speichern und dann war der Rechner weg und ja, somit auch die schöne Audioaufnahme dazu. Ich habe keine Ahnung, nicht so richtig, woran es liegt. Ich habe hier Tod und Teufel versucht inzwischen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt hier alles deinstalliert und wieder installiert habe. Zum Teil ließ es sich dann auch gar nicht mehr installieren. Dann hat das Laufwerk aus irgendwelchen Gründen die CDs nicht erkannt. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir inzwischen sogar ein neues Laufwerk gegönnt, was Besseres, aber auch das hatte heute Probleme damit. Das gute Reise-Addon hat es nicht erkannt. Also ich schieb es jetzt mal auf das gute Reise-Addon. Das hat vielleicht irgendeinen Schlag weg. Ich weiß es nicht. Ich krieg's auf jeden Fall nicht drauf. Und ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe mir überlegt, gut, dann nimmst du das Addon runter, aber ich schaffe es nicht, meine beiden Sims, so wie sie sind, zurück in Nightlife zu kriegen. Mag natürlich sein, dass das geht, aber ich krieg's nicht hin. Also dann startet das Spiel zum Teil gar nicht mehr. Ja, also ich habe jetzt hier Tod und Teufel versucht. Jetzt stellt sich mir die Frage, oder die hat sich mir natürlich gestellt, was mache ich jetzt weiter? Ja, das Let's Play könnte ich natürlich abbrechen, aber gerade das will ich eigentlich nicht, weil die Sims 2 mir im Moment richtig viel Spaß machen. Ja, jetzt ist die Frage, was tun? Also es ist jetzt so, jetzt läuft die Sims wieder und Sims Nightlife ist wieder drauf und die Campusjahre sind auch drauf. Ich habe es getestet, ich habe jetzt 2 Stunden mal Testaufnahme gemacht mit allem drum und dran und das ging auch wunderbar. Gute Reise werde ich jetzt weglassen. Ja, und dann habe ich mich jetzt eigentlich dazu entschieden. Und jetzt kommt die offizielle Lüge. Also Niki hat ja leider durch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ihren Job verloren. Und ja, das ist natürlich nicht schön. Wir werden jetzt mit Niki und Paris das machen, was so viele Menschen machen müssen, wenn sie ihren Job verlieren und wieder arbeiten gehen möchten. Wir werden einfach mit den beiden umziehen, ja. Also wir werden einziehen in eine neue Nachbarschaft. Das ist natürlich nicht schön. Wir lassen alles zurück, die lieben Freunde und die Möbel und alles, was wir da schon kennengelernt haben, werden wir zurücklassen. Wir gehen nach Veronaville und werden dort ein neues Leben anfangen, gerade für Niki, die ja jetzt einen neuen Job braucht. Es trifft natürlich auch die Paris, die muss ich natürlich jetzt auch was Neues suchen, neue Freundschaften schließen. Das tut mir wahnsinnig leid. Vor allen Dingen tut es mir leid um Dina und um Nina. Die haben sich ja so toll verstanden. Aber gut, so ist das eben. Das kann sich keiner aussuchen im Leben. Also werden wir umziehen in eine neue Nachbarschaft und ich hoffe, dass es da besser läuft. Ja, und jetzt noch mal was zur inoffiziellen Wahrheit. Ja, es blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich habe jetzt meine beiden Sims einfach noch mal komplett neu gemacht. Ich hoffe, ich habe es so gut getroffen wie beim ersten Mal. Was wir mitnehmen werden, hoffe ich. Ich habe jetzt noch nicht testen können, ob das funktioniert hat. Das sind ihre Skillpunkte. Die habe ich per Sim.pe, habe ich ihnen die wieder zugeteilt, so wie sie waren, hoffe ich. Ich hoffe auch, ich habe die Klamotten, die Schminke, die Augen, die Haare und alles so getroffen, wie es war. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich die alten Sims zurückkriegen soll in das Add-on Nightlife. Das ging irgendwie nicht. Und deswegen musste ich oder habe ich mich jetzt entschlossen, 2 neue Sims zu machen. Und damit werden wir dann einfach neu starten. Ja, und dann jetzt noch mal zur offiziellen Lüge. Also wir ziehen um, ihr Lieben. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Paris und für Niki. Ich hoffe, dass dann alles besser klappt. Ich hoffe natürlich, sie finden auch da wieder liebe, nette Freunde. Gerade die Paris, die sich ja so toll mit der Dina verstanden hat.
Das tut mir natürlich in der Seele weh, aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Also in der nächsten Folge, ihr Lieben, dann ziehen wir um nach Verona Will und machen einen Neuanfang. Und ja, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf Paris und Niki. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss.